Hallo Leute, bei mir gibt es heute eine Leber Berliner Art mit Kartoffelpüree. Das Püree habe ich schon fertig, weil die Leber geht relativ schnell und deswegen habe ich es mir schon mal vorbereitet. So, die Leber stelle ich jetzt noch gerade beiseite, denn ich fange mit den Zwiebeln an. Da hinten den Strunk abschneiden und dann schneide ich die in halbe Scheiben und zwar mit der Faser, das heißt vom Strunk zur Blüte. Dann hat die nachher noch ein bisschen mehr Struktur. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Zwiebel auch melieren und in Fett rausbacken, dann werden sie ein bisschen knuspriger. Ich mag sie lieber in der Pfanne. Für eine Leber Berliner Art brauche ich auch noch einen Apfel. Da hole ich mir jetzt erstmal das Kerngehäuse raus. Dann schäle ich ihn mir noch. Ist jetzt nicht unbedingt notwendig. Also wenn ihr wollt, könnt ihr die Schale auch dran lassen. Und den Apfel schneide ich mir jetzt in etwa 5 mm dicke Scheiben. Die kommen dann auch noch zur Seite. Und bevor ich jetzt mit der Leber anfange, schalte ich mir schon mal die Pfanne ein. Und zwar auf halbe Kraft, dann kann die schon mal vorheizen. Ich habe jetzt die Leber vom Schwein. Am liebsten wäre mir gewesen eine Leber vom Kalb, aber leider gibt es die bei uns hier in der Gegend nur sehr, sehr selten und ich bin jetzt gerade an keine dran gekommen. Deswegen machen wir die vom Schwein. Ist aber egal, wenn ihr Kalbsleber bekommt, geht das genauso. So, also zuallererst mal mache ich die Haut ab. Das ist ein bisschen Gefriemel, denn wenn die Haut noch dran ist, dann habt ihr nachher in der Pfanne eventuell Schwierigkeiten beim Braten, denn je nachdem, wie ihr die Leber schneidet, zieht die sich dann zusammen und dann habt ihr eben so Schälchen in der Pfanne, weil die Haut sich eben zusammenzieht. Deswegen die Haut vorher abziehen. Dann noch ganz allgemein für Leber. Also wenn ihr Leber kauft, achtet darauf, dass sie auch wirklich frisch ist. Denn wenn die alt ist, kann das wirklich echt unangenehm werden. Frische Leber erkennt ihr zum einen am Geruch. Und zum anderen an der Farbe. Also wenn die ins Gräuliche geht, dann lieber entweder gar nicht erst kaufen oder lieber wegtun, denn das kann echt unangenehm werden. Nachdem die Leber abgezogen ist, geht es als nächstes an die Adern. Die müssen auch noch raus, denn die werden beim Braten ziemlich fest und unangenehm beim Kauen. Deswegen versuchen wir die auch noch rauszuschneiden. Also bei den größeren Adern schneide ich mir dann meistens an der Stelle durch und dann sieht man auch, wo die verlaufen und kann die dann eben auch gut rausschneiden. Dann schneide ich mir die auch gleich in Stücke, dass ich sie gleich braten kann. Damit ist meine Leber schon mal vorbereitet. Meine Pfanne ist jetzt auch heiß und da geht es jetzt weiter mit den Zwiebeln. Da kommt jetzt etwas Öl in die Pfanne und meine Zwiebeln. Und die brate ich da drin schon mal an, denn die brauchen am längsten. Weil die Zwiebeln dann etwas angebraten sind, kommt ein bisschen Salz dran, etwas Pfeffer und ein bisschen Majoran. Und sobald die Zwiebeln dann angebraten sind, schiebe ich die etwas zur Seite und dann brate ich darin auch gleich die Äpfel an. Kommen jetzt noch ein paar Tropfen Öl mit rein, dass ich die drin anbraten kann. Sobald die leicht angebraten sind, wende ich die. Von der anderen Seite auch noch gerade ein bisschen anbraten lassen. Dann lege ich die Apfelscheiben auf meine Zwiebeln, dass die warm bleiben. Dann kommt noch ein bisschen Öl rein. Und die Leber. Die Leber würze ich mir vor dem Braten nicht. Die wende ich nur in Mehl. So, einmal kurz drin wenden, leicht bestäuben und dann braten.
Die Pfanne habe ich immer noch auf 3/4 der Kraft stehen, denn ich möchte die Leber möglichst kurz in der Pfanne lassen, aber gar werden soll sie trotzdem. Am besten ist es, wenn die Leber in der Mitte noch ganz leicht rosa ist, denn dann bleibt sie auch schön saftig. Wenn sie durchgebraten ist, wird sie ziemlich trocken und dann wird es nicht mehr so lecker. Deswegen die Leber schön zart rosa braten, dann ist sie am besten. Nachdem sie angebraten ist, wende ich sie einmal. Dann lösche ich das Ganze mit ein bisschen Rotwein ab. Ihr könnt genauso gut auch Madeira nehmen oder Portwein, je nachdem, was ihr da habt. Und da kommt ein Spritzer in die Pfanne. Dann die Leber jetzt auch würzen. Etwas salzen und ein bisschen Pfeffer. Und damit ich gleich noch ein bisschen Soße dabei habe, kommt noch ein bisschen Butter rein. Das ist dann zwar keine Soße im klassischen Sinne, aber das gibt dem Ganzen eben noch so ein bisschen Feuchtigkeit und es macht das Ganze ein bisschen leckerer. Und solltet ihr jetzt mehrere Portionen machen, dann empfehle ich euch, die Zwiebeln und die Äpfel bei 80 Grad oder bei 100 Grad in den Backofen zu stellen und da warm zu halten. Dann könnt ihr in der Pfanne nämlich auch gleich ein bisschen mehr Leber anbraten. So, die ist jetzt auch schon fertig. Dann können wir auch gleich anrichten. Ein Löffel Püree. So, da kommt dann die Leber drauf. Der Apfel. Und natürlich die Zwiebeln mit der Butter. So. Die restliche Leber brate ich, wenn meine Familie da ist. Und jetzt schneiden wir die Leber noch an. So, also innen noch schön zart rosa, so wie es sein soll. Bisschen Püree, bisschen Zwiebel. Damit ist meine Leber Berliner Art fertig. Wenn ihr Kalbsleber bekommen könnt, dann nehmt Kalbsleber, ansonsten geht das auch mit Schwein. So, wir sind am Ende des Videos. Ich danke euch herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Kochen!